Bregenzerwald in Vorarlberg faucht und dampft eine alte Eisenbahn. Guten Tag, liebe Zuschauer. In der Umschau geht es heute rund um die Eisenbahn. Schließlich gibt es ein paar Jubiläen und wir laden Sie ein zu einer Fahrt mit einer alten Dampflok. Die erste Eisenbahn fuhr ja 1835, vor 150 Jahren, auf der Strecke Nürnberg-Fürth. Damals ging es so mit 10 Stundenkilometern gemächlich zu. Heute rasen die Elektroloks mit 200 Stundenkilometern durch Europa. Es gibt viele Eisenbahnfans, viele junge Leute, die gern mit der Eisenbahn spielen. Und auch da ist ein Jubiläum, 125 Jahre Märklin-Eisenbahn. Da haben wir Ihnen etwas ganz Besonderes ausgesucht, nämlich das Krokodil, das aus der Schweiz kommt und das etwas ganz Besonderes darstellt. Wir besuchen ein Eisenbahnmuseum, und zwar das älteste Deutschlands, am ehemaligen Hamburger Bahnhof. Es war für einige Tage geöffnet, leider wird es jetzt umgebaut, aber wir machen einen Besuch per Film. Und wir laden Sie ein zu einer Fahrt mit einer alten Lok. Berliner haben jetzt besonders eine Gelegenheit, für eine Woche lang jeden Tag zweimal mit einer solchen alten Dampflok zu fahren. Hunderte von Berliner waren begeistert. Mit Volldampf voraus hieß es am Sonntag früh für einen Traditionszug der Deutschen Reichsbahn. Gezogen von einer historischen Dampflokomotive ging es mit 5 Waggons aus den 30er Jahren auf große Fahrt. Uns gestattete die Reichsbahn allerdings keine Aufnahmen auf ihrem Gelände. Für die Abendschau standen die Signale zunächst einmal auf Halt. Erteilt wurde uns die Drehgenehmigung erst heute. Gechartert war der Zug von Berliner Eisenbahnvereinen. Für ihre Mitglieder seit 20 Jahren die erste Gelegenheit, Eisenbahnromantik des Dampfzeitalters wieder in Berlin zu erleben. Zuerst ging es nach Spandau, von dort über die Gleise der Ringbahn nach Wannsee. Dort wurde der Zug von Eisenbahnnostalgikern mit großem Bahnhof empfangen. Die Lok des Traditionszuges ist 1916 von Borsig in Tegel gebaut worden. Die Baureihe 74 war die Berliner Dampflok schlechthin. Bis zur Elektrifizierung der Stadtbahn ab 1924 fuhren fast 1000 Exemplare durch Berlin und in die umliegenden Vororte. Über 50 Jahre versah diese Lok ihren Dienst, bis sie 1968 ausgemustert und für solche Anlässe von der Reichsbahn restauriert wurde. Zweimal täglich, noch bis zum kommenden Sonntag, verkehrt der Sonderzug aus Pankow. Abfahrt ist um 9.27 Uhr und 13.08 Uhr am Bahnhof Zoo. Dort gibt es allerdings nur noch sehr wenige Karten zum Preis von 10 Mark. Ja, die Eisenbahnfreunde waren begeistert. Nun gibt es hier in Berlin ein altes Eisenbahnmuseum am Hamburger Bahnhof. Und da gibt es alte Loks, alte Einrichtungen von Eisenbahnabteilen und sogar eine Sammlung von 11.000 Eisenbahnbillets. Als dieses Museum vor wenigen Monaten einmal an den Wochenenden geöffnet war, besuchten 27.000 Berliner dieses interessante Museum. Leider ist es zurzeit geschlossen. Werfen Sie per Film einmal einen Blick in diese Eisenbahnkultstätte. 1906 wurde der Bahnhof Verkehrsmuseum, Ruhesitz für Schienenveteranen. Mit der Ruhe, die seit Kriegsende hier herrschte, war es nun heute vorbei. Mehr als 3000 kamen zwischen 10 und 17 Uhr, staunten und begutachteten. Und auch morgen und an den drei kommenden Wochenenden werden viele Berliner wieder einmal erkennen müssen, dass sie eigentlich den falschen Beruf ergriffen haben. Lokführer hatte man doch werden wollen oder wenigstens Heizer oder Schaffner. Diese Lok lockte selbst eine Delegation aus der Volksrepublik China, die zufällig in Berlin weilt. Es soll also keiner kommen und sagen, unser Hamburger Bahnhof sei eine Provinzstation. Blitz um Blitz wanderte ein Souvenir nach dem anderen auf den Film. Übrigens die einzige Möglichkeit, etwas mitgehen zu lassen. Ordner achteten streng darauf, dass nicht jemand gar eine Lokomotive in der Tasche verschwinden ließ, aber Eisenbahnfreunde tun das nicht. Ganz ehrlich gesagt, wäre ich gar nicht dafür, was mitzunehmen. Ich möchte es lieber der Öffentlichkeit lassen, damit jeder was davon hat. Ja, gibt's da verschiedene Schätze hinter den Zäunen. Ich war hier nämlich mal drin. Sie haben hier gearbeitet? Nein, ich war mal drin, heimlich, still und leise, wo es verboten war.
der Salon war von Kaiser Wilhelm geblieben? Der soll ja noch. Es soll alles da sein. Ja. Aber wo? Wo ist er geblieben? Kein Mensch weiß, wo, wie, wo und was, wo abgeblieben ist. Und dann gibt es doch die größte Schienensammlung der Welt. Die ist auch, ja. Die soll aber hier sein. Die soll da sein, ja. Nun warten wir ab. Es ist ja noch nicht der letzte Tag. Nee, so es geht ja erst los. Also die Begeisterung kannte keine Grenzen und damit keine Missverständnisse entstehen, dieses Eisenbahnmuseum ist zurzeit geschlossen. Wenn es wieder geöffnet ist, werden wir auch in der Umschau darüber berichten, damit Besucher aus der Bundesrepublik nach Berlin kommen können. Und nun zu den Spielzeugeisenbahnen, die in diesem Jahr auch Jubiläum feiern, 125 Jahre Märklin-Eisenbahn. Schließlich sind 8 Wochen Weihnachten und mancher beginnt jetzt schon, seine Spielzeugeisenbahn aufzubauen und Wünsche zu äußern, wie man diese ergänzen kann. Die kostbarste Lokomotive kommt aus der Schweiz und heißt Krokodil. Und das Krokodil zeigt, was es alles kann. Spielzeuggeschichte ist heute längst Kulturgeschichte. Vor fast 1,5 Jahrhunderten fuhr die erste deutsche Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Der Adler ist jedenfalls noch als Modell erhalten. Die Firma Märklin hat ihn vor fast 50 Jahren zum Jubiläum als Spielzeug herausgebracht. Was stets faszinierte, waren ungewöhnliche Vehikel. Die Schweizer Elektrolok-Krokodil zum Beispiel, ein Ding so gelenkig wie eine Echse für enge Bergpässe und Kurven, das Reptil konnte einfach alles. Auch als Gartenbahn. Jetzt zum 125-jährigen Jubiläum der Spielzeugfirma in der großen Spur erschienen. Detailgetreuer geht es kaum. Preis 2.500 Mark. Fans bieten bis zu 10.000, denn es werden nur wenige Stück gebaut. Weil viele wissen wollten, wie die Lok in Wirklichkeit aussieht, hat die Firma Märklin sich eine kommen lassen und die Schweizer haben mitgespielt. Sammler sind es, die uns die Vergangenheit erhalten, sagte einmal ein französischer Philosoph. Und wenn sie es manchmal auch nur im Spielzimmer tun. Wer viel buntes altes Blech aufgehoben und gepflegt hat, zum Beispiel solches, das noch aus der Zeit vor dem Kriege stammt, hat nicht nur Stoff zum Träumen, sondern kann sicher sein, dass kleine Juwelen durchs Wohnzimmer rollen. Für richtige Fans von elektrischen Eisenbahnen war das natürlich viel zu wenig, denn sie können stundenlang basteln, aufbauen, umbauen und ergänzen. Hier ist jetzt ein ausführlicher Bericht, 125 Jahre Märklin Eisenbahn, die in aller Welt hoch geschätzt werden, ein Bericht unserer Kollegen vom Süddeutschen Rundfunk. Vor 125 Jahren begann Theodor Friedrich Wilhelm Märklin mit der Fertigung von Küchenherden. Bereits 25 Jahre später war das Spielzeugsortiment kaum noch überschaubar. Im Musterkatalog von 1880, dem ältesten erhaltenen Exemplar überhaupt, waren die Abbildungen der Modelle bereits in Farbe. Allerdings nicht gedruckt, alles von Hand gemalt. Der Stoff, aus dem bei Märklin die Spielzeugträume gefertigt wurden, Weißblech, gut zu verarbeiten und anzumalen. Auf einem der wenigen noch erhaltenen Fotos, kurz nach der Jahrhundertwende, das Musterzimmer von Märklin. Jedem Sammler heute und jedem Kind damals musste dabei das Herz höher schlagen. Man soll aber nicht vergessen, dass es zu dieser Zeit viele Kinder gab, die von solchem Spielzeug nur träumen konnten. Ende des Zweiten Weltkriegs gingen diese Sachen alle verloren. Zum großen Teil wurden sie von amerikanischen Besatzungssoldaten gestohlen. Noch im vorigen Jahrhundert, 1891, brachte Märklin die erste Uhrwerkeisenbahn auf Schienen heraus. Vierzig Jahre später entstand ein Modell, das so etwas wie das Wappentier der Firma werden sollte. Die schwere Schweizer Elektrolok CE 6-8.
im Volksmund auch Krokodil genannt. Das Krokodil, ein Meisterwerk der damaligen Fertigungstechnik, wurde doch ohne Konstruktionspläne nur nach Fotos gearbeitet. Die Loks wurden größtenteils in Handarbeit hergestellt. Häufig hat ein Flaschner eine ganze Lokserie gefertigt. Viele Modelle sind heute rar geworden. Für so ein Krokodil muss man zwischen 40 und 50.000 Mark hinblättern. Ein ehemaliger Mitarbeiter über die Fertigung von damals. Von hier bis hier ist ein Stück. Das ist rausgekommen, ist abgebogen geworden. Das schaut aus, als ob es ausprägt ist. Das ist wieder extra gemacht worden davon. Die ist alles hier, da, die sind einprägt, die sind nicht aufgesetzt. Und dann ist so nachher zusammengefedert worden. Und das muss auch irgendwie prägt worden sein. Da. Und die Türen? Ja, die Türen, die sind ja zum Aufmachen. Die sind auch wieder extra angefertigt worden. Der gläserne Zug. Dieses Modell ist ein Handmuster. Es stand nie im Katalog. Der Triebwagen ging nämlich nicht in Serie. Der Krieg kam dazwischen. Die vergangenen 50 Jahre hat der gläserne Zug völlig unbeschadet auf dem Dachboden bei Märklin überstanden. Als er für uns fahren sollte, gab es keinerlei Probleme. Unscheinbar sieht er aus. Trotzdem ist er unverkäuflich. Auch wenn Fans eine sechsstellige Summe dafür bieten würden. Dann kam das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte, der Zweite Weltkrieg. Märklin baute der Zeit entsprechend nun auch Kriegsgerät fürs Kinderzimmer. Vorerst zumindest. Als die Spielzeugproduktion 1942 eingestellt wurde, fertigte man auch Teile für die Rüstungsindustrie. Kurz nach dem Ende des Krieges wurde bei Märklin schon wieder Spielzeug gebaut. Vorerst hauptsächlich für den Export. Die Dynamik der Aufbaujahre spiegelt sich wieder in den Katalogtitelbildern der frühen 50er Jahre. Jetzt wurden in der Hauptsache Modelleisenbahnen der Spur H0 gebaut. 16,5 mm breit, die klassische Spur fürs Wohnzimmer. In jedem zweiten deutschen Haushalt steht so eine Anlage. Von nun ab wurde die Produktpalette immer kleiner. Anfang der 50er Jahre wurde die Fertigung der großen Spuren eingestellt. Die Zeit des lackierten Weißblechs war unwiderruflich vorbei. Die Urgroßväter haben schon damit gespielt, die Großväter, die Väter auch, mit dem klassischen Leerspielzeug, der Dampfmaschine. 1909 gab es 90 verschiedene Modelle im Angebot. 1954, nach 60 Jahren der Fertigung, verschwand sie aus den Katalogen. Auch ein weiterer Märklin-Klassiker wurde immer mehr an den Rand gedrängt, der Metallbaukasten. Ihn gibt es allerdings heute noch. Tja, und dann kam der Pillenknick. Weniger Kinder, weniger Umsatz. Mit neuen Eisenbahnen, ganz kleinen und ganz großen Spuren, versucht Märklin immer mehr die Erwachsenen anzusprechen. Lassen Sie sich nicht täuschen, das ist die kleinste Modelleisenbahngröße der Welt. Ganze 6,5 mm ist die Spur breit. Die Modelle viel zu zerbrechlich für Kinderhände. Und die kleinste hat schon mehrfach von sich reden gemacht. Das hier ist die allerkleinste Modelleisenbahnanlage der Welt. Und die Lok, die so munter im Kreis herumkurft, hat eine weitere Bestleistung aufgestellt. Sie ist 720 Kilometer weit gefahren. Das entspricht einer Fahrzeit von über 1200 Stunden. Für das große Kind, oder besser für das Kind im Manne, mit dem dicken Geldbeutel, wurde die ganz große, die Spur 1 mit 45 mm Breite, vor 15 Jahren wieder aufgenommen. Und zum Jubiläum wurde auch das Wappentier von Märklin, das Krokodil, in Spur 1 wieder aufgelegt. Das hat hoffentlich den Freunden der elektrischen Eisenbahn viel Spaß gemacht. Ein Tipp noch, warten Sie nicht zu lange mit Ihren Einkäufen zu Weihnachten, denn wenige Tage vorm Fest sind gerade diese Eisenbahnen in diesen Spielzeugläden ausverkauft oder sehr gut aussortiert. Soweit zum Thema rund um die Eisenbahn. Morgen gehen wir in die Luft. 10 Jahre Flughafen Tegel, so etwa gegen 12 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.
Meine Damen und Herren, eine bunte und interessante Palette breitet Werner Becker jetzt wieder in seinem Magazin New York, New York vor Ihnen aus. Sie reicht vom Rockidol bis zum Opernstar, von Fünflingen in New Jersey bis zum Spezialitätenrestaurant in Harlem. Hoffentlich ist auch für Sie etwas dabei. Wir wünschen jedenfalls gute Unterhaltung. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht die Frage, ob Harlem, der schwarze Stadtteil von New York, tatsächlich wieder ein Ausflugsziel für weiße Touristen werden kann. Duke Ellingtons musikalischer Ratschlag, Take the A-Train, nimm die U-Bahn nach Harlem, ist seit den Rassenunruhen der 60er Jahre kaum oder gar nicht mehr befolgt worden. Das soll nun anders werden. Am musikalischen Rahmen dieses Themas sind die Solisten der Revue Shades of Harlem beteiligt, sowie die Musiker aus Small's Paradise. Später, im interessantesten Schallplattenladen von New York, bei Tower Records, kommt es zu Begegnungen mit Rod Stewart, Donna Summer und Placido Domingo, dem weltberühmten Tenor, der als Lohengrin soeben die neue Spielzeit und damit das zweite Jahrhundert der Metropolitan Opera eingeleitet hat. Bei aller Bewunderung für den strahlenden Tenor aus Spanien und Mexiko, 1984 ist es eine jugendliche Gruppe aus Puerto Rico, Menudo genannt, die den Vogel abschießt. Überall, wo diese Jungen auftauchen, kommt es zu hysterischer Begeisterung, von der vor allem Mädchen zwischen 12 und 15 erfasst werden. Aber zu Beginn besuchen wir ein junges Ehepaar im benachbarten New Jersey, dem der Klapperstorch nach vielen vergeblichen Versuchen eines Tages 5 gesunde Kinder brachte. 3 Jungen und 2 Mädchen. Die Fünflinge sind neulich 1 Jahr alt geworden. Das ist Jennifer Joyce, 28 Jahre alt, die Mutter der Fünflinge, die ihre Nachbarinnen zu tiefem Dank verpflichtet ist. Eine einzige Mutter, das ist einzusehen, kann unmöglich 5 Babys auf einmal füttern. Also springen die Frauen aus der Nachbarschaft ein. Jede der freiwilligen Helferinnen hat ihren eigenen Liebling. Zum Stehlen sind sie alle. Megan und Lauren, die Mädchen, und Kevin, Ryan und Christopher, die Jungen. Alle sind gesund und fröhlich und ihre eigenen Meinungen über das, was sie wollen oder nicht wollen, haben sie auch schon. Großmutter Marion Joyce ist an der allgemeinen Freude beteiligt. Sie wohnt oben im Haus und garantiert durch ihre Anwesenheit, dass das junge Ehepaar, ihr Sohn Jerry und seine Frau Jennifer, trotz der Fünflinge hin und wieder ein paar freie Minuten haben. I did a lot of resting and a lot of eating. That's how I got through it all. I really had a very healthy pregnancy. Natürlich wollten wir ein Baby, erzählt uns Jennifer. Sie unterzog sich einer Hormonbehandlung, aber 5 auf einen Schlag, das hatte niemand erwartet. Als es sich herausstellte, erzählte uns Jerry, dass es mindestens Zwillinge oder sogar Drillinge werden würden, kamen die Ärzte nur langsam mit der Wahrheit heraus. Sie wollten mir wohl den Schock so schonend wie möglich beibringen. Als es dann 5 waren, konnten wir nur noch staunen. Ich war vor allem froh und dankbar, dass Jennifer die Sache so glänzend überstanden hat. Jerry lobt die Hilfsbereitschaft seiner Nachbarn. 30 oder 40 Frauen pro Woche sind manchmal an allem beteiligt. Auch an der umfangreichen Babywäsche. Mit seinem Gehalt als Lehrer an einer Oberschule kann er keine weiten Sprünge machen. Irgendwann werden die Joyce auch über die Angebote des kommerziellen Fernsehens nachdenken. Die Kinder scheinen für Reklamespots wie geschaffen. Die wirklichen Sorgen, meint der Vater, kommen erst sehr viel später, wenn die Fünflinge auf höhere Schulen geschickt werden sollen. Das ist auch in Amerika ein sehr teurer Spaß. Was soll's, meint der Vater, gegen Berufe wie Elektriker, Klempner oder Tischler ist ja auch nichts einzuwenden. So, I think maybe they'll be carpenters or plumbers or something like that. Im Ruin Seaguard, im Staat New Jersey, in der Nähe des Ozeans, wachsen die Kinder auf.
Ganz Amerika interessiert sich für ihr Wohlergehen. Und bei allem Kindersegen, das sagte uns der Vater auch noch, sollten wir je ein paar Millionen im amerikanischen Lotto gewinnen, ein weiteres Baby wäre dann nicht ausgeschlossen. Aber vorerst natürlich genügen uns diese hier. Der Kontrast könnte gar nicht größer sein. Wir sind im Slum von Bedford-Stuyvesant, im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Zu Besuch bei einem Maler, von dem die Kunstexperten noch viel erwarten. Oliver Johnson heißt er. An schönen Tagen kann man ihn vor der Haustür antreffen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Was der Vater kann, das können wir auch, scheinen sie sich zu sagen, und so malen sie. Frau Mariana hat Stabilität in sein Leben gebracht. Nach wilden Jahren im Ghetto, nach 15 Jahren hinter Gittern. Oliver Johnson war ein Straßenräuber. Dafür hat er büßen müssen. In Erziehungsanstalten, in Sing Sing und in Attica. Niemand hat ihm das Malen beigebracht. In der Gefängniszelle hat er in Kunstbüchern... Seine Kunsthändlerin geht er ganz eigene Wege. Angefangen hatte es so, die Gefängniszelle in Attika, die unüberwindliche Mauer und der Wachturm, das war seine Welt. Auch ein Selbstporträt war damals entstanden und im nüchternen Rückblick will er nichts verschweigen. I found myself in places like the wrong groups, which from there I went to prison. However, meine Mutter hat ihre liebe Not mit mir gehabt. Ich wuchs auf der Straße auf. Der schlechte Einfluss kam von allen Seiten. Das musste zur Katastrophe führen. Dennoch, sagt Oliver, heute denke ich oft, dass es die Isolation war, die Zeit der Selbstbesinnung, der Umgang mit Büchern über Kunst, die mein Leben radikal verändert haben. Ohne Zuchthaus wäre aus mir kein Maler geworden.